Atelier. Atelier. Als Roma-Straßenkind war sie auf sich selbst gestellt. Ein Besuch im Prado veränderte alles. Mit Passion erkämpfte sich die Spanierin Lita Jabellut ihren Platz in der Kunst. Ein Atelierbesuch. Das Material ist wie meine eigene Haut. Und die muss ich einfach in den kreativen Prozess mit einbringen. Ihr Leben, ihre Arbeit, der leidenschaftliche Tanz einer Zingara auf dem lieber unpolierten Parkett der Kunst. Seit ihrem Studium an der Rietveld-Akademie in den Niederlanden zu Hause hat sich Lita Jabellut in Den Haag ihren eigenen bunten Kosmos geschaffen. Fern ihrer dunklen, schmerzvollen Kindheit. Ihr Wohnatelier ist eine Symbiose der Weltkulturen. Grenzenlos, nomadisch, frei. Alles ist möglich. Ich wollte unbedingt Malerin werden. Ich wollte damit die Türen von verschlossenen Räumen öffnen. Ich wollte Spiegelbilder schaffen, die von der Magie der Lebensrealität erzählen. Nein, nicht wegrennen. Im Gegenteil, eintauchen und dabei frei sein. Out of everything. This triptych, for me is this a kind. Dieses Triptychon zeigt alles, was zu meiner Arbeit zu sagen ist. Hier sieht man die Realität, den physischen Zustand, wie wir geboren sind, wie wir aussehen. Das können wir nicht ändern. Das stellt unsere genetische Formel dar, die DNA, der Speicher, das Gedächtnis unseres Körpers, unserer Seele und das der Gesellschaft. Und das hier zeigt etwas, worüber wir keine Kontrolle haben. Das ist der allerschönste Teil von uns, die Dynamik, das Schicksal unseres Lebens. You are beautiful. What I was looking for was the journey to myself. Was ich suchte, war ein Weg zu mir selbst und wie ich mein Schicksal in mehr Freiheit wandeln könnte. Diesen Weg gehe ich immer noch, aber jetzt ohne Schmerzen. Die sind, Gott sei Dank, verschwunden. Heute lebe ich mit dem Bewusstsein, das Leben ist okay. Schmerzen sind okay. Unglücke können passieren. That is okay. Glück ist that's schön, aber auch good. Vorübergehend. It's okay, but also temporarily. So, I start to be. Heute fühle ich mich eingebettet und tief mit dem Leben verbunden. And really, dialogue with life. Kunst ist Teilen. Kunst art ist ein Stimulator von Kommunikation. Sharing. Art is a transition from communication. Ila. Art ist Empathie. Kunst ist Empathie. Und Empathie bedeutet Liebe und vor allem Respekt. Und wenn all diese Dinge zusammenwirken und sich in lebbarer Spannung und Balance bewegen, dann kann jeder sich selbst sein. Fantastisch. No, I am not a portraitist. Nein, ich bin keine Porträtmalerin.
Ich erzähle Lebensgeschichten. Wenn ich male, nehme ich grundsätzlich Farbroller für meine Bilder. Die benutzten Walzen bilden dann den Mittelteil meiner Triptychen. Sie enthalten alle gespeicherten Informationen des Malprozesses. Ich nehme mir die Freiheit, mit überkommenen Regeln zu brechen, mit den vielen Erwartungen an die Kunst. Wir hegen so viele Vorurteile, Dogmen, was Kunst zu sein hat, wie sie aussehen soll, wie vollendet sie sein soll, wie sie zu präsentieren ist, welchen Stempel wir ihr aufdrücken. Ich arbeite gegen all diese dogmatischen Erwartungen. I want to break with all these expectations.